Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, ihr habt 20 Minuten, 22 Minuten verpasst, weil OBS nur 16 Minuten aufgenommen hat. Aber am Ende dieser 20 Minuten habe ich den Eingang gefunden, von dem Angie berichtet hat. Für diejenigen, die wissen wollen, wo, Koordinaten sind hier. Ja, wir haben noch ein bisschen Wasser gekostet. Ein bisschen was zu trinken. Also das Letzte. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich bin gar nicht so unfroh, dass die Aufnahme die letzte verkackt war. Weil, oh, sieht schön aus. Schön. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre das so ein Maul und das hier sind Zähne. Okay, hallo. Hallo. Geh weg. Direkt auf die Irme. Geh weg. Geh weg. Abmarsch. Ja. War schon ein krasser Cliff. Was ist das? Eine Mamit, oder? Plupp, meins. War so ein kleiner Cliffhanger, sag ich mal, weil einfach, ich habe die komplette Folge letztes Mal, also die nicht stattgefunden hat, einfach gesucht und diesen Eingang dann auch gefunden. Und zwar in der letzten Sekunde. Ja, da ich mir auch so, ja, als ob es geplant gewesen wäre. Aber gut, die Folge wurde jetzt nie veröffentlicht, daher, sind auch kleine Fischis. Interessant, hier ist einfach nur 50 Grad. Weißt du, da unten direkt bei der Lava ist natürlich heißer gewesen. Ja, ich glaube, wir haben es gefunden. Ich habe gerade nur ein bisschen die Befürchtung, dass da hinten noch Lava ist. Das sieht nämlich aus, als wäre es einfach nicht gerendert. Und hier soll irgendwo die blaue Tafel drin sein. Die Frage für mich, kommen wir da irgendwie rein? Wir versuchen es mal zu umlaufen. Ich hoffe, jetzt ist hier kein Seebär. Jo. So viel zum Thema, da ist irgendwo einer. Seebär, Seebär, kleiner Seebär. Ich sehe ihn aber nicht. Ich sehe keinen Seebär, aber ich habe ihn gehört. Das hat mir eigentlich auch schon gereicht. So, nee, komm, 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 ein Stückchen höher, komm, komm. Ja, wo kommen wir da rein? Da drüben vielleicht. Okay, schaffen wir den Sprung? Ja, das schaffen wir. Oder wir müssen oben rein. Die Base hier wurde scheinbar auch noch nicht zerstört. Kann ich da drauf? Ja, so halb. Komm, 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 komm. Oh shit. Down, down, down. Wo zur Hölle ist hier ein Eingang? Ja, Klappe da oben. Da ist übrigens Frag 3. Falls wer fragen sollte, ja. Wissen wir natürlich ganz genau. Müssen wir oben drauf. Irgendwie müssen wir ja da rein. Da, das sieht doch nach dem Eingang aus. Jetzt ist die Frage, schaffen wir das mit einem Sprung? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Hallo. Ah, safety first. Er setzt sich hin. Sitz. Hat er Sitz gemacht. Er hat Sitz gemacht, der Kleine. Hier drin ist Sauerstoff, kann das sein? Diese Base ist einfach intakt. Ich glaube, das ist die erste Unterwasserbase, die wir gefunden haben, die intakt ist. Ja dann, let's go. Oder? Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen sicherer, wenn ich ihn habe, aber ja. Wir haben ja ein Messer. Wow. Wow. Ich werde mich euch, wir werden hier gleich irgendwie... Da sind die Ionenwürfel, die könnten wir abbauen. Aber was brauchen wir dafür? Richtig. Unseren Bohrarm. Gut, wir gehen erstmal gucken, falls wir den Bohrarm dann noch brauchen, weil wir beschließen, wir wollen die Ionenwürfel haben. Was ich sagen würde, das haben wir eigentlich schon beschlossen, dass wir die haben wollen. Ja, dann holen wir halt unseren Krebs noch und bauen... Oh, okay. Bauen das Ganze ab. Hui! Hui! Ionenwürfel. Danke.
Ich habe es befürchtet, wir brauchen eine fucking Liedertafel. Habe ich eine fucking Liedertafel einstecken? Nein. Daten über Fossilien. Oh mein Gott. Ja, können wir uns die anhören, während wir laufen? Komm, gönnen wir uns mal. Öffentliche Dokumente, fremde Daten, Daten aus Konsole, Daten über Fossilien. Daten über die Fossilien aus dem Vulkangestein, das beim Bau des Rattenkraftwerks abgetragen wurde, eine Reihe von Entwicklungsrichtungen konnten ausgewertet werden. Vor 10.000 bis 1.000 Jahren stammen die Lebensformen, in den Aufzeichnungen zeigen, eine ungewöhnlich niedrige Überschneidung mit denen, die bisher auf 4546b angetroffen wurden. Vor 1.000 Jahren Massensterben. Oh. Aber was ist da passiert? Das Problem ist, wir haben keine Werkbank. Ja. Wir haben auch im Krebs, glaube ich, nichts. Sieht immer aus wie so Ionenwürfel einsetzen. Okay. Das sieht aus wie so krasse Portale. Im Moment. Achso, das macht er automatisch. Das ist ein krasses Portal. Aber wo führt es hin? Okay, wir holen unseren Krebs. Wir bauen das hier ab, dass wir noch so ein paar Ionenwürfel haben. Und dann gehen wir mal gucken, wo das hinführt. Danke, danke, danke. Vielleicht gibt es ja was zu trinken. Oder es führt einfach zu einer anderen Base. Das wäre ultra krass, wenn wir hier drüber jetzt in die andere Base kommen. Und ich meine, unten brauchen wir definitiv eine lila Tafel. Ohne lila Tafel kommen wir da nicht weit. Die können wir herstellen. Wir haben auch noch welche, gar kein Problem. Nur die liegen halt zu Hause. Oder im Zyklopen. Liegen die in lila oder daheim? Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir einen Schnellreisepunkt sozusagen, wenn das Portal funktioniert. Das wäre halt schon geil. Das wäre geil. Jo, alles ablegen. So. Speichern wir vorher? Nein. Let's go. Okay. Leute, wo kommen wir hier raus? Was wird passieren? Kommen wir jemals raus? Da links ist ein Punkt. Werden wir gerade außerhalb des Gebiets geschmissen? Track 3. Okay, wir sind woanders rausgekommen, oder? Sind wir etwa oben auf der Insel jetzt? Ich glaube schon. Pingo. Hätten wir das am Anfang schon hier aktivieren können? Nochmal zurückstapfen? Nee, von hier aus kann man es nicht aktivieren. Von der anderen Seite vielleicht? Nee, auch nicht. Okay. Okay, dann bin ich beruhigt. Aber wir haben einfach einen fucking Schnellreisepunkt. Ja, nice. Sind diese Aliens hier auch mal zu was nütze? Teleporttechnik, ja? Das haben sie bestimmt von den Teleportschweinen sich abgeguckt. Muss ja so sein. Das ist aber auch gut, das heißt, wir können hier ganz entspannt hochwackeln. Auch wenn er ein bisschen besoffen läuft, der Krebs gerade. Kann ich das eigentlich scannen? Okay. Steigen wir wieder ein. Wahrscheinlich haben wir, entweder haben wir das schon gescannt. Ich sehe schon, kommen, wir kommen jetzt hier nicht mehr raus, weil die Tür zu klein ist. Stampf, 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 stampf. Moment, hier war nicht der Ausgang. Das war die Kanone, oder? Interagieren. Ja, ich bin ultra verseucht. Bam! Nein, du bist infiziert.
Ja, wir sind auf jeden Fall auf der Insel mit der Kanone. Gut, dann müssen wir jetzt hier nur rauskommen. Ja, alles chill, Brudi. Alles chill. Noch wollen wir die Kanone nicht ausschalten. So. Dann mussten wir jetzt noch weiter hoch. Ja, hier können wir auch gar nicht ordentlich springen. Alter, das ruckelt hier halt hart. Unity kommt mit so großen Bausachen. Ich meine, es ist auf Unity. Warte, nee, hier war nicht der Ausgang. Das heißt, da drüben müssen wir lang. Da sind wir hergekommen. Da war ja unser Portal, wo wir eingetreten sind. Oh ja, hier ist der Unterwasserhangar. Perfekt. Nehmen wir. Und wieder raus in die Dunkelheit. Stampf, 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 stampf. Oh, ist das auch ein Portal? Das sieht doch auch aus wie ein Portal. Ist die Frage, ob wir es auf jeder Seite aktivieren können? Oder? Das sieht nicht so aus. Müssen wir wohl woanders aktivieren? Moment, das ist der zerstörte Zyklop. Ah, wir gehen mal lieber in die Richtung da. Der Krebs ist natürlich hier nicht das Beste, um voranzukommen. Nip, nip. Weil wir können ja theoretisch nur laufen. Wir können ja schlecht. Überleg gerade, ob ich den nicht hier irgendwo parke. Schnell rüber schwimme mit meinem ganz normalen Segleiter. Mit dem Segleiter dann ja, die Tafel hole, hier hin wieder zurückkomme. Glaube, das machen wir, oder? Ich glaube, das ist intelligenter. Ist es intelligenter? So. Geh mal wieder rein. Genug gesehen. Ich meine, hier wird mich keiner wegen Falschparkens oder so abschleppen. Da müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Da ist ein Warp-Warp. Ein Warp-Schwein. So, weiterlaufen. Und sind wir mal ehrlich, Sauerstoff ist ja auch kein Problem mehr. Also, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. So, wo war der Eingang? Sind wir rausgekommen? Oh. Okay, zwischenparken. Wir müssen nochmal runter. Sonst kommen wir nicht wieder ganz hoch. Okay, 3, 2, 1 und go. So. Moment, hier ist es auch nicht. Ah, da oben. Okay, wir müssen noch ein Stück höher. Aber gut, wir können hier die Energie sammeln. Die Energie, die wir brauchen. Wo zur Hölle war der Eingang? Gut, geh mal halt dann lang. An Land. Nein, Warper, jetzt nicht. Komm, verpiss dich, Warpschwein. Was ist das? Warpschwein? Schade, das. Ja, nee, geh mal weg. Geh mal weg. Komm, geh mal weg. Wirklich an der Stelle? An der Stelle teleportierst du mich raus. Piss dich, Schwein. Er will nicht, dass ich an Land gehe. Aha, bin an Land. Geh noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber wir gehen an Land. Das kannst du nicht verhindern, überhaupt Schwein. So. Können wir die hier rausnehmen? Nee, können wir nicht. Schade. Wäre auch zu gut gewesen. Gut, dann würde ich nämlich sagen, wir rennen jetzt rüber. Wir gehen jetzt heim. Kann man die ignorieren? Kann man nicht essen, ne? Doch, kann man. Perfekt. Zeit für ein paar Knollen. Ani scannen. Da, 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 da.
So. Wir sind eh vergiftet bis zum Anschlag. Dann geht die Sonne auch unter. Also ich meine, das ist Unity. Es sieht hart nach Unity aus. Und ich meine auch, dass Unity auch bei Raft das Problem hatte. Was heißt auch Unity, oder? Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit das Falsche sage. Aber auch schon bei Raft das Problem hatte, das ist halt. Ich hab gerade gedacht, hier wäre ein Reaper. Ja, dass es mit so großen Inselsachen immer so ein bisschen hakelig wurde. Na gut, während ich hier schwimme, erstmal schönes Käffchen trinken. Also ein bisschen weiter nach links ziehen. Jetzt wird es auch noch dunkel. Toll, sehe ich ja gar nichts. Na gut, wir bleiben einfach hier oben. Wir haben es ja nicht so weit. Ja, mit dem Krebs hätten wir hier durchstapfen müssen. Wir wären schon ein bisschen blöd gewesen. Moment, da müssen wir hin. Wir haben es ja noch, sogar noch kürzer als gedacht. Und das Schöne ist, jetzt haben wir auch gleich einen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen, weil wir wissen, wo der Krebs ist. Und dann nehmen wir einfach das Portal, sind wieder am Arsch der Welt, unter der Erde, im Lava-Shit. Wir können noch ein paar Heal-Packs mitnehmen. Oh, herrlich, wir können ein Käffchen trinken. Herrlich. Herrlich. Ja, und wenn meine Informationen stimmen, meine Informationen, ja, von Angie vor allem, dass da unten... Da ist hinten am Stinker, dann gehen wir eher in die Richtung ein bisschen. Dann ist da unten gleich die blaue Tafel drin. So. Schupp, sind wir wieder da. Hallo. Hallo, ich bin's, der Captain. Gewählt zum Lenken, nicht zum Denken. So, kurz ein Käffchen machen. Ist ganz wichtig. Und dann hoffen natürlich, dass wir die Tafeln hier haben und nicht der Lila. Wenn ich basteln wollte, ist eine Tafel ganz ehrlich. Ah, Tafeln. Ja, geil. Tafeln. Zwei Stück. Wir nehmen auch direkt zwei mit. Keine Kompromisse. Keine Kompromisse. Es werden zwei Stück mitgenommen. Hier, Medkits nehmen wir auch mit. Go, go, go. So. Zwei Wasser werden uns reichen, komm. Man muss ja nicht direkt übertreiben. Ist der Kaffee fertig? Kann man den, ja, müssen wir stehen bleiben. Los, Käffchen, das ist wichtig. Das ist wichtig, damit wir hier auch wach bleiben, damit wir fit bleiben. Ich meine, wir sind jetzt seit 247 Tagen wach, ja? Da müssen wir ein bisschen Koffein, ja? Gib mir mein Käffchen, gib mir mein Käffchen. Energie haben wir auch am Start, ja, perfekt. Was will man denn mehr? Danke für den Kaffee. Los geht's. Und Stoff. Ja, ein Kilometer. Schwimmen wir ja schnell. Dann stapfen wir zurück. Und dann, ja. Dann gehen wir durchs Portal. Dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite angekommen, ja. Dann gibt's hoffentlich die blaue. Weil dann können wir unten in die Basis. Und dann, ja. Wer weiß, was dann passiert. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir kriegen die Heilung. Das wäre zumindest mal an der Zeit. Und dann können wir uns ein bisschen Biokresse anbauen, ja. Und dann nennen wir uns nur noch vegan. Von Biokresse. So, schön weiter schwimmen. Meine Schlingpflanze. Geil. Plupp. Njum. Dü. Die Unterwasserwelten. Ich glaube, es gibt mittlerweile nichts mehr, wo wir nicht erkunden gehen können. Also was so Tiefe oder irgendwas angeht. Also wir können auch mal wieder in die Pilzdinger reingehen eigentlich, weil da passiert uns ja auch nichts mehr. Also da kann uns ja einfach auch nichts passieren. Das ist ja das Geile. Wir stapfen da einfach durch. Das Einzige, was uns aktuell gefährlich werden kann, ist ein Reaper. Klar, die Warper in der großen Anzahl wären jetzt auch nicht so schön. Und die Seebären, ja. Die müssen jetzt auch nicht sein. Aber bis jetzt hatten wir mit den Seebären keine großartigen Probleme. Also ich meine, meistens entkommen wir relativ gut. Wir können ja Gott sei Dank alles immer wieder reparieren. Und auch mit den Warpschweinen. Die nerven zwar, aber der Schaden ist überschaubar. Das ist Kanone, ey. So. Schön da rein. Hi. Ebenst, Captain. So.
Stampf, 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 Stampf. Ja, hier ruckelt's. Ist für mich nicht so verständlich. Aber gut. Wo geht's hier weiter? Ah, hier. Ich glaube, das war auch das Geräusch, was wir vorhin gehört haben. Ich bin mir nie so sicher, ob der Krebs einfach Probleme hat mit diesen leichten Steigungen hier. Oder ob das halt... Bam. Ich erinnere mich. Da war ja was. Aber ist ja auch so gebaut, hier könnten Wasserfahrzeuge rein und hier sogar rausfahren einfach direkt. Und hier rumfahren. Die sind ja sehr fahrzeugfreundlich hier. Gut, aber ich sehe... Moment. Da sind wir noch nicht reingekommen. Ich sehe gerade auf jeden Fall, dass die Folge vorbei ist. Dementsprechend würde ich mal sagen... Das liegt durch die kleinen Ruckler. Ist mal direkt verwirrt. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und am Freitag um 18 Uhr sehen wir dann, was auf der anderen Seite vom Wortportal ist. Dir bis dahin eine grandiose Zeit, bleib gesund, hau rein und bye bye.